Ja, Horche mal und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Diablo 3 Reaper of Souls. Ich habe die Zwischenzeit genutzt, den Download wieder beendet, Upload wieder beendet und habe hier mal ein bisschen gebastelt. Zeug und überhaupt und also alles hier in der Schmiede natürlich. Habe mich auch mal kurz ausgelockt und jetzt habe ich hier so diese Zweihand-Waffe und die kann man nur mit diesen Dingern hier benutzen, also nicht mit dem Bestrafen, weil das benötigt ja ein Schild. Und auch nicht mit dem Schildstoß, logischerweise, weil das benötigt natürlich auch ein Schild. Aber jetzt gucken wir mal. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Was das wohl macht. Das irgendwie cool ist. Ansonsten habe ich auch noch gleich ein Schild und alles dabei. Jetzt ist die Frage, wo... ja, jetzt habe ich mich natürlich ausgelockt. Das heißt, es ist alles resettet. Ich glaube, hier ging es weiter, oder? Ich glaube schon. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Im Namen des Lichts sei verdammt! Ja, ey, Stufe 10. Nice. Aber der Schaden, der sitzt jetzt halt schon mal extrem. Wohin soll ich Platz für passive Fähigkeit. Oh. Okay, was haben wir denn? Ihr könnt eine Zweihandwaffe in eure Waffenhand führen, während ihr gleichzeitig ein Schild in eure... Wow. Das ist natürlich eine coole Sache. Angriffsgeschwindigkeit 3 Sekunden lang um 10% erhöhen. Nee, ich möchte mal das haben. Das hört sich cool an. Das hört sich richtig cool an. Das heißt, ich kann das noch zusätzlich ausrüsten. Kann auf gut Deutsch wieder... den Bestrafer auswählen. Gut, und hier den Schwung lasse ich mal. Okay. Aber das hat sich, das ist ja mal nice. Zwei Handwaffen in einer Waffe. Gut, die Geschwindigkeit, naja, pff. Oh. Hab ich mich jetzt erschrocken? Oder sinkt dadurch die Angriffsgeschwindigkeit? Das wäre natürlich uncool. Warte mal. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Schrei halt. Jetzt bist du plötzlich laut. Ne, Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Bleib doch da. Ein Gemetzel hier. Unglaublich. Ich habe auch gerade das Intro-Video das erste Mal gesehen und wow. Man kannte es schon zum großen Teil, aber nice. Wirklich nice. Okay, wir kommen zur nächsten Ebene. Kathedrale Ebene 4. Und der Templer hat auch wieder was. Was hat er denn? Verlangsamen lässt Timler Leben regenerieren. Das wird mir gute Dienste leisten. Sehr gute Dienste. Möchtest du eigentlich was anderes haben, Templer? Ich habe vielleicht ja auch was für dich. Warte mal. Hier. Ich meine, ich könnte dir natürlich jetzt auch kommen. Gib ich dir mal ein Schwert. Gut. Ja, gut. Mmh, ja. Kleine Drecksau. Was? Den nehmen wir mit. Den nehmen wir definitiv mit. Spitze ich jetzt wieder auf normal? Habe ich es aus Versehen umgestellt? Nein. An diesem Ort ist dunkle Magie am Werk. Glaube nicht, aber... könnte natürlich sein. Bleibst du da? Bleibst du... geht doch. Ja, das ist schon cool mit diesem Ranziehen. Nicht ranziehen, aber spotten und dann. Nicht genug Zorn. Und dann Paff und dann Peng und dann Puff. Yeah.
Truhe. Und Skelette steht auf. Oh, hallo. Da geht's aber jetzt auch gerade ab hier. Kniet nieder, Furzakaru. Ich benötige mehr Zorn. Ah, brauchst du gar nicht. Sixt. Einfach mal wieder rumgejammert, völlig grundlos. Oh, es geht doch, es geht doch. Diesmal gucken wir auch mal hier rein. Ich bin ja nett, ne? Ah, hier ist wieder das Loch. Geht bestimmt irgendwo an dem Loch wieder runter. Hat der das gerade? Naja. Huch. Was habe ich da ausgelöst? Hilfe! Ich spiele doch jetzt wieder auf normal. Das kann. Oder. Naja, gut. Ich meine, neue Rüstung, ne? Macht schon. Sieht gerade was aus. Vielleicht hätte ich es gleich auf Qual-Modus spielen sollen. Nur ein bisschen bei der Rüstung mehr Mühe geben. Heute ist nicht euer Tag. Na, meine aber ja anscheinend auch nicht. Bam! Was sehen meine müden Augen? Nein, schade. Und da geht's weiter. Ja, seht ihr. Gott sei Dank bin ich noch umgegangen. Die königlichen Krypten. Aha. Die Krypta des Skelettkönigs. Und hier haben wir nochmal einen Wegpunkt. Sag mal, ich würde nochmal gern gucken, ob jetzt irgendwo wieder ein Buch liegt. Jetzt will ich nochmal gucken. Was? Die Nachrichten werden immer schlimmer. Wie könnt ihr nur immer wieder in den Kampf ziehen, ohne den geringsten Gedanken an eure eigene Sicherheit? Ich bin ein Kreuzritter. Eben. Bist denn du für Weichei? So ein Weichei. Da liegt wieder was. Es ist wieder das Buch, das mir wieder nichts bringt. Okay. Dann halt nicht. Jetzt wird's auch langsam, die Stimmung wird modriger. Leoriks Schwert, nehmen! Aha. Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Möge der Tod euch Frieden schenken, Leorik. Verräter! Selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. Kann ich mich gar nicht mal daran erinnern, an diese kleinen Zwischensequenzen. Oh, ein Ring. Leere Ausrüstung. Ja, habe ich doch schon gefüllt jetzt hier. Danke, dass du es jetzt anzeigst, weißt du? Oh. Ihr wagt es, das Lebensgarne in mein Grab zu tragen? Sowas, hä? Wir werden euch zu Fall bringen, Höllenbrut! Freilich machen wir das. Ah, guck mal. Eine aktivierte Säule. Machen wir die nochmal kaputt, hä? Habe ich euch mit meiner Zweihandwaffe einfach mal ins Über. Und kann ich jetzt da durch? Schon, ne? Klar. Bam. Ach ja, genau, das erhöht ja das Blocken. Hm.
Komm, nicht aufhalten mit dem Trash-Mob. Wir müssen gleich zum Boss. Wir wollen da nicht lange rummachen. Wie geht ihr in eurer Heimat mit Verbrechern um? Ich hau denen auf den Kopf. Wir haben keine Heimat. Wir sind verbunden durch eine Idee und nicht durch Gesetze. Ich werde nicht fragen, was mit denen passiert, die diese Idee verraten. Ist wahrscheinlich besser. Töten. Sorry. Was? Ihr wurdet besiegt in dem Augenblick, in dem ihr euch dem Wahnsinn ergabt. Mhm. Da war jetzt anscheinend so eine kleine Videosequenz oder irgendwas. Aha. So, dem Skelettkönig die Krone aufsetzen. Ich weiß nicht mehr, was das bringt und wie das geht. Aber... Fertig. So schwer kann es nicht werden. Also... Tönt da gerade eine E-Gitarre? Nee. Das macht der gut mal, Kumpel da. Warte mal, da muss ich glaube ich raus, oder? Nee. Hm. Ich hau dir mit der groben Kelle eins drauf. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Bam! Bam! Nicht genug Zeit! Bam! Bam! Und! Eine du stirbst! Oh! Hab ich das gerade richtig gesehen? 2 gelbe Items gleich. Und neues Wissen. Die hohe Priester der Zakarum in Kurast ernannten Leoric vor vielen Jahren zum König von Kanduras. Er war ein guter Herrscher, bis Diablo ihn in den Wahnsinn trieb und er von seinem getreuen Ritter Lachdanan getötet werden musste. Anschließend ließ Diablo höchstpersönlich ihn von den Toten auferstehen und machte ihn zum Skelettkönig. Bis er schließlich von seinem eigenen Sohn Aiden niedergestreckt wurde. Okay. Aber das wussten wir doch schon, oder? Also, dachte ich. Gut, ich wusste jetzt nicht, dass es... Der Krater. Endlich. Das ist natürlich beim ersten Mal durchgehen deutlich spannender. Jetzt weiß ich ja schon, wer da liegt. Der gefallene Stern war ein Mann? Interessant. Ich erinnere mich daran, zu fallen. Und zumindest einige Geschosse tief. Ich bin nicht euer Feind. Ich denke, ja, ich glaube, dass ich gekommen bin. Glauben ist nicht Wissen. Die Dunkelheit rückt näher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Bleibt ruhig und folgt mir. Ja, jetzt einmal ganz still. Ich warte schon mal in Neutristraum auf dich. Du Cheater! Gerade warst du noch hinter mir. Frechheit. Lea? Okay, also gut. Darf ich vorstellen? Der gefallene Stern. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht.
Eure Nachricht ist möglicherweise das Einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann. Oh, noch was Gelbes. Jetzt wird's aber... Naja, gut, okay. Vielleicht was für dich? Magst du... Hier, ein Dolch? Eine exzellente Wahl. Ja, das war ja auch meine. Natürlich war die exzellent. Aber was anderes hast du nicht, ne? Schild hab ich... Tut mir leid. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremder. Jedes Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir. Aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Natürlich, natürlich. Ja klar, Ziegenmenschen. Genauso wie um den Felder Fremden herum wüten. Die Toten auferstanden sind, natürlich, haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Ja, ja, klar. Alle Ziegenmenschen sind wahnsinnig. Dazu braucht es kein Schwert. Eben. Aber ich werde ihre Felder durchsuchen. Na gut. Mit euch rede ich mal wieder einfach nur, damit ich mit euch geredet habe. Erinnert ihr euch noch an etwas nur an? Also an Lille. Ihr habt nichts. Tyrael ist vor der Dämon. Solltet. Ist doch noch was? Nee. Okay, Bücher. Buch? Hallo? Buch? Kein Buch. Okay. Vielleicht im anderen Haus. Buch. Oh, Buch. Kein gutes Buch. Ha! Da ist er. Ich kann es kaum glauben, aber der gefallene Stern ist ein Mann. Als Onkel Deckard das erfuhr, war er am Boden zerstört. Warum? Ich weiß, dass er auf etwas Wundersameres gehofft hatte. Das soll sich immer nicht so anstellen, der Onkel Deckard. Nee, das will ich nicht. Ich will hier, genau. Nee, das habe ich ja alles schon mehr oder weniger gemacht. Das auch. Da könnte ich im anderen natürlich nochmal Schildtisch. Achso, nee, ich habe... Nochmal. War da gerade ein anderes Schild? Dachte ich. Ja, kann ja nicht sein. Ah, Schulterschutz. Den habe ich noch gar nicht herstellen. Sehr gut. So, jetzt fehlt mir nur noch ein bisschen Schmuck. Und dann... Na, ich will nicht... Wusstet ihr, dass Lea den Großteil der Welt bereist hat? Sie war sogar schon in Caldeum. Aber ich wette, ihr habt Dinge gesehen, die sogar sie schockieren. Das ist also das Ende? Sie haben meinen Wagen von der Straße gezogen. Ich schätze, die Geschäfte werden wieder besser. Nun, da der Skelettkönig tot ist. Hast du vielleicht... Ringe? Nee. Hast du den Fremden neben dem alten Kellen gesehen? Psst. Ich hab ihn beim Reden. Die Angriffe werden zwar spärlicher, aber dieser Stadt. Irgendjemand muss solche Ringe haben, du. Klar, natürlich. Ich habe meine Geschäfte mit Zwielichtigeren gestalten, aber die Ersparnisse kommen dir zugute. Intelligenz, Vitalität. Plus ein Leben pro Treffer. Ja, komm, gib mir das mal. Und dann gib mir das. Dann habe ich wenigstens alles mal voll. Das ist gut. So finde ich das gut. Friedhof der Verlassenen. Und ich muss irgendwie dahinter. Hier? Ah. Okay. Das ist auch eine sehr stabile Brücke. Da habe ich voll zu vertrauen. Wenn es hier ein Schwert gibt, dann finden wir es auch.
Ja klar, weil Wiese, Schwert fällt ja total auf. Hallo, Krieger des Mondclans. Wie ich vor einiger Zeit enthüllte, waren die Khazra oder Ziegenmenschen ursprünglich menschlich, bevor die Vischerei sie verdarben. Viele Jahre lang waren diese Kreaturen von einfacher und träger Natur. Diese Tage sind vorbei. Weithin wird von Angriffen durch die Khazra berichtet. Schau mal. Und die Anzahl der Todesopfer übersteigt alles andere in meinen Notizen. Ich konnte einige Aasfledermäuse zu einem der Nester zurückverfolgen. Was ich dort fand, hat mich schockiert. Das Nest selbst ist ein lebender Organismus. Eine ausgewachsene Fledermaus. Durch die dunkelste Magie verwandt. Schockierend. Ich bezweifle nicht länger, dass dämonische Mächte diese Kreaturen verdorben haben. Schockierend. Ich habe schon wieder was eingesammelt, aber es war wieder nur Rotz. Ach, Diablo, es ist schon ein schönes Spiel. Batsch. Das sieht auch ein wenig aus, ne? Wie so. Ich weiß nicht. Im östlichen Königreich Kejistan habe ich Gerüchte über Krieger der Zakarum gehört, die Kreuzritter genannt werden. Die Einwohner waren diesbezüglich sehr verschwiegen. Doch ich konnte kombinieren, dass dieser Orden vor 200 Jahren gegründet wurde. Zur Zeit, als Rakis seine Paladin-Armee nach Westen führte. Doch diese Kreuzritter reisten gen Osten und hatten eine ganz andere Mission. Ja, war ich jetzt im Osten und hat er verstehen nicht. Wo geht's hin? Da gehen wir mal rein. Verfallene Krypta. Okay. Komm her, ich hau auf den Kopf. Hier. Bam. Haltet den Kreuzzug nicht nee, auf. Ihr nicht. Da habe ich Bonus-EP bekommen hier. Genau die richtige Klasse, um viel Bonus-EP zu bekommen. Komm, alle zusammen. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Gleich wieder ein Level. Yay! Oh, was bist denn du für einer? Oh, ist schon mal den da. Mein Glaube wird belohnt. Wow, das hat er mal richtig Schaden gemacht. Der Levelaufstieg. Das ist ja toll. Okay, und ich habe irgendwas Neues. Was habe ich denn Neues bekommen? Oh, ich habe einiges. Oh, wow. Okay. Es haben Primär. Sich Mächte gegen uns vereint, die stärker sind, als wir uns je vorstellen konnten. Heiligen Hinter Ketten diesen Prüfungen nieder. Steckt ein höheres Ziel. Doch ich kann es noch nicht erkennen. Nun, wir werden mehr erfahren, indem wir weitergehen, okay, wir nehmen anstatt das mal. Zu reden. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir erstmal was. Gehen in Flammen auf. Oh, und hier hätten wir... Beschwört einen gesegneten Hammer, der euch umwirbelt und jeden getroffenen Gegner Schaden zufügt. Ja, annehmen. Was haben wir hier noch? Ah, da haben wir noch... Ah, geblendete Gegner erleiden mehr Schaden. Gut, aber... Naja, doch, warum denn eigentlich nicht? Probieren wir das alles mal aus. Was? Peitscht der die? Sieht ein bisschen so aus, ne? Gucken, wo sind denn hier noch Gegner?
Gegner? Ach, das springt wirklich so von... Was macht das jetzt? Ah. Das ist ja ein Blitzdings. Wie viele kann ich davon gleichzeitig? Aha. Ja, okay, das ist jetzt aber nicht so cool. Also das mache ich mal gleich wieder weg. Das gefällt mir jetzt in dem Zustand zumindest noch nicht. Vielleicht wird das später cool, aber da braucht man ja zum Klicken ewig lang. Und der Effekt ist, ist eigentlich ein bisschen wie das hier. Das ist auch so, weiß nicht. Vielleicht ist das bei Bossen oder so ganz cool. Bei kleineren Gruppen ist es anscheinend auch ganz cool, aber Heute ist nicht euer Tag. Was ist das? Oh, hallo? Unser verdienter Lohn. Ja, unsere, meine. Da tun wir jetzt mal nichts missverstehen hier. Ist alles meins. Gehört alles mir. Der Crap. Hier, kannst du ein Schild haben. Schenk dir ein Schild. Weil, danke. Aber, ja, bitte. Weil du es bist. Weißt? Manchmal bin ich halt... Ja, ich habe mal halt gedacht, du hast da auch mal was verdient. Aus dem Weg. Du auch. Also das ist bis jetzt immer noch der schönste Skill. Der gefällt mir wirklich sehr gut. Meine Familie, bitte, erlöst sie von ihrer Qual. Beim Erlösen bin ich gut. Wo ist sie? Da. Hi. Bitte, befreit meine Familie von ihrem verfluchten Dasein. Ich kann hören, wie sie sich im Grabe winden. Die Villa. Na freilich, ich hätte die Villa. Seid auf der Hut. Geister lügen. Ich mir doch wascht. Weizbild. Macht euch bereit, euch meinem Zorn zu stellen. Herr Vater, Rade. Unsere aufdringliche Tochter sollte uns ein entehrter Patriarch. Ihr werdet für ihre Schwäche zahlen. Oh, Eis. Die Torheit uns zu stören. Der kleine Chebby, Rade. Rape, Rade. Gerade noch erkannt. So, wo ist denn die Mutter Rabe? Wo? Endlich sind sie frei. Dank euch kann meine Familie nun in Frieden ruhen. Frei von dem Fluch, den sie selbst verursachten. Ja, das siehst du mal. Manche Geister verbleiben, um vergangenes Unrecht wieder gut zu machen. Ich habe mich geirrt, was sie betrifft. Ha! Na? Da hast dich ordentlich geirrt, aber ich habe recht behalten. Ich habe das nämlich gewusst. Warum? Weil ich schon mal gemacht habe. Aber, nichtsdestotrotz, ich habe recht gehabt. Macht denn ihr da? Da übergibt sie sich. Doch kein... So geht mir doch nicht mit Hausgästen um. Da, mach ich dafür eure Einrichtung kaputt. Genau, dich habe ich gesucht. Zum Eingang des Dungeons reisen. Da sparen wir uns den ganzen Laufweg. Hervorragend.
Ich benötige mehr Zorn. Lepra. Hm, dann. So. Zorn. Was schon? Gleich wieder Ärger und Krawall machen wollen. Wir können da einfach wegen Blitz dingsen. Da schau, Blitz. Hex. Batsch. Das ist. Ich finde gar keine Worte dafür. Was war das? Unverschämtheit. Ja, der Vorteil an dem Ding ist natürlich, an dieser Fähigkeit, dass das auch nach hinten losschlägt. Das ist eine. Hopp! Gehst du weg? Das riesige, schwerfällige Biest gedeiht im Grasland oder im Wald, wenn es dort genügend Wasser gibt. Bauern erkennen diese Monster als wilde Verwandte der gemeinen Lasttiere. Eine zahme Züchtung, die vermutlich vor 2000 Jahren domestiziert wurde. Man kann sich kaum vorstellen, wie das bewerkstelligt wurde. Naja. Das Schwertbruchstück muss in der Nähe sein. Warum? Naja, gut, wir stellen es mal nicht. Haha, habt ihr gedacht? Nicht mit mir, nicht mit dem Meister. Ein dunkler Zirkel hat sich in Tristram gebildet. Und ich fürchte, ihre abergläubische Gewaltbereitschaft wird das ganze Gebiet ins Unheil stürzen. Tötet sie! Nee, mich. Oh. Wir müssen uns mit dem Ritual beeilen. Martha wird bald hier sein. Fast. Das Licht in euch. Leuchtet. Vielleicht hat es die Ziegenmenschen wirklich in den Wahnsinn getrieben. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Die Magda. Ich bin ein Kreuzritter. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Das Bruchstück ist mein. Ich rupf da gleich deine blöden Flügel raus. Dann soll es so sein. Lass die Spiele beginnen. Ja, da können wir schon wegen spinnen. Du wirst mal sehen, wie ich dich fertig mache auf normal. Was war das gerade für eine Hupe? Gut gekämpft. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Sie ist verschlagener, als man es von ihr erwartet. Die hat uns jetzt erzählt, wo es liegt. So verschlagen ist das jetzt nicht. Das ist einfach nur doof. Also, würde ich jetzt mal behaupten. Achso, wir sind zurück zum Kane. Ja, stimmt, aber ich könnte noch ein wenig. Könnte noch ein wenig looten hier. Da ist bestimmt noch irgendwo eine Truhe oder irgend sowas. Oder? Bestimmt. Ach nee, aber guck. Auch gut. Das sind wichtige Dinge, dass die eingeführt haben irgendwann. Also ich glaube, die gab es schon von Anfang an, aber nicht immer. Okay, dennoch, ich muss zurückkehren. Alles klar. Reicht schon, wenn du es einfach machst. Wir sind da unter uns. Das musst du jetzt niemandem erzählen. Gut. Hier ist ein Stück des Schwertes. Es war im Besitz einer Hexe und ihres Zirkels. Mhm. Onkel Deckard, das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Fremder, hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel, aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Magdas dunkler Zirkel ist ein Überbleibsel einer uralten Religion. Na, das kann ich nicht, genau, also ich als Kreuzritter. Ne? Sie verehren aber schon die großen Übel als Götter. Obwohl ihre Götter tot sind, kämpfen sie weiter. Es verbleiben noch die letzten beiden Übel. Asmodan und Belial. Und wenn einer von ihnen hinter dem dunklen Zirkel steckt,
dann haben unsere Probleme gerade erst begonnen. Mhm. Schon, ne? Ich spüre die Macht, die in diesem verzogenen Stück Metall schlummert. In der Tat. Es fühlt sich vertraut an. Obwohl der Rest noch immer unklar ist. Dies ist die Waffe eines Mannes mit festen Überzeugungen. War ich das? Was bin ich denn jetzt, ohne meine Überzeugungen? Was auch immer ihr vergessen habt, ist nicht verloren. Es wird wiederkommen. Hm, das sagt sie jetzt so, aber... Aber wer weiß, ob es stimmt. Ich bin auf der Suche nach Büchern. Einmal davor, einmal danach. Es muss sein. Das ist auch schön, oder? Jede Folge dreimal in dieses Zimmer von der Lea rein. Und dann findet man aber wieder was. Glaubt, dass wir die Erinnerungen des Fremden nur zurückbringen können, indem wir sein Schwert wieder zusammensetzen. Ich wünschte, das wäre nur eine weitere von den verrückten Theorien meines Onkels. Aber ich kann nicht abstreiten, dass mir diese ominösen Ereignisse langsam wirklich Angst einjagen. Okay. Das ist aber... Ich finde das alles jetzt noch nicht gruselig. Das ist alles in Ordnung. So, kann ich schon wieder was Neues herstellen? Ja, Stufe 13. Das ist natürlich schon... Das hatte ich mir gemacht, genau. Achso, weil das Plus-Schaden hat. Normalerweise wäre das hier aber besser. Ach, aber das ist eine Einhand. Nö, ich finde die Zweihand jetzt cool. Irgendwie. Das Zeug habe ich ja alles schon gemacht. So. Dann, Lea, was hast du zu erzählen? Ihre Anführerin Magda sagte, dass das nächste Bruchstück an einem Ort niedergegangen ist, den nur die Uralten betreten dürfen. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephalem. Lea, dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserer Freundin hier gehen und ihr helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephalem waren in uralten Zeiten Was? Menschen mit fantastischen Mächten. Behalt die! Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Aber behält er die nicht? Ich will die gar nicht. Ihr wisst schon, dass es nicht sehr höflich ist, anderer Leute Hab und Gut zu durchwühlen, Schau, oder? Und genau deswegen habe ich überhaupt keinen Bock, dass sie mitkommt. Das ist so eine pampige Tussi. Gut, wir machen weiter in der nächsten Folge. Bis demnächst.